Gerade auf dem engen Indy-Circuit, dem kürzesten Kurs im DTM-Kalender, noch kürzer als Norrisring. Und Meri zeigt gerade, Unterschied eben Optionreifen, Optionreifen und dem Standardreifen, den Timo Glock am Anfang gewählt hat, der im Übrigen hier auch deutlich gezeigt hat, dass er mit dem DTM-Auto viel besser zurechtkommt als eine Menge andere ehemalige Formel-1-Fahrer. Eine saubere Qualifikation, Startplatz 10 und nur ein etwas unglückliches Timing hat ihn im Grunde in den dritten Qualifikationsabschnitt oder einem Vormarsch gehindert. Hier ist er komplett im Off, da ging ihm einfach die Straße aus. Aber sagen wir, Geschwindigkeitsunterschied ist schon gewaltig. Er ist reich geworden, weil er mehr Geld einnehmen möchte und weniger ausgeben möchte. Wir haben auch technisch hier im Fahrerlager und in den Boxen ein Riesenproblem und das geht jetzt einfach gar nicht, doppelt nicht. Ja, aber da kann Meri nichts so machen. Er hat sich schon rausgedrückt, also es war sehr, sehr heftig. Da wäre eine zweite Linie durchaus möglich gewesen. Aber klar ist natürlich, er zögert jetzt auch nicht lange. Er versucht, in die Lücke reinzugehen. Martin Tomczyk, das ist aber unvermeidlich. Das ist Indy-Circuit. Wir haben eben im Grunde keine, auch keine Gerade, die lang genug, um es ernsthaft mit DRS zu versuchen. Auch die Start- und Zielgerade geht eigentlich nicht. Entschuldigung, aber sorry, noch einmal. Der Erste, der anklopft, ist in der Szene Martin Tomczyk und nicht Roberto Meri. Ich meine, ich weiß auch, Roberto Meri ist ein junger Wilder, kein Kind von Traurigkeit, ganz bestimmt nicht, aber das ist für mich ganz klar Martin.